Ich will wenigstens wissen, wo wir gespeichert haben. Wenn ich jetzt ewig weit laufen muss, um das alles nochmal neu zu machen, ja dann, siehst du, wir haben da gespeichert. Guck mal. Alles kein Thema. So. Hey, Persona Poichak. Ah, das ist nur so eine Poichak. Ah. Ach, Spaß, Tobi, alles klar. Hey, hör. Nein! Ein Beweisei! Oh Gott, wenigstens hat, das nicht, hat er darauf nicht geachtet. Das finde ich super. Vor allen Dingen, mich würde mal interessieren, wie weit wir jetzt eigentlich vom Ende sind. Ich glaube tatsächlich, wir sind nämlich kurz davor, das Spiel zu beenden. Und davor hätte ich jetzt ehrlich gesagt auch keinen Lacher abgelassen. Hier, friss Buch. Einfach nur noch durchspielen. Ja, ich frage mich, oh, wenn es jetzt noch länger geht, dann machen wir es natürlich nicht. Ciao, 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 ciao. Was ist das denn? Sukene. Sukamin? Ich muss eine Geschichte erzählen und dabei irgendetwas tun? Sie verarschen? Ciao, ciao, lang. Das ist Rapunzel nur in andersrum. Sukene? Weil in Rapunzel ist doch die Frau da drin, oder nicht? Ich will wissen, was ich mit dem Brunnen anfangen kann. Das ist ja nix. Hier habe ich noch nicht gebuddelt. Ich kann da rüber gehen. Aber was bringt es mir? Hier kann ich jeweils immer rüber gehen. Da unten ist noch ein Ei. Okay, ich kann hier rüber gehen. Easy, bei der Joiner. Lass den langen Bart herunter. Ich finde es aber cool. So, da genau, da komme ich nicht rüber. Das heißt, vielleicht finden wir hier irgendwie die Möglichkeit. Okay, du willst dein Ei zurück. Gib mir mein Ei zurück. Du brauchst meine Eier nicht. Gib mir mein Ei zurück, bevor es auseinanderbricht. Je eher du legst, umso leichter wird ein Spiegelei für mich. Hä? Entschuldigung. Okay, ich weiß nicht, was ich machen soll. Kann er dir nicht die Pflanze geben? Kann er was machen? Das ist eben die Frage. Er kann mir gar nichts machen. Nee. Oder es sei denn, warte mal, ich frage ihn. Ah doch, tatsächlich. Er kann mir einfach so die Pflanze geben. Ach so, na gut. Damit hätte ich nicht geredet. Rechnet. Okay, rein da. Du sollst es einpflanzen. Da. Oh, schön. Easy, Packagioina. So, jetzt dann Baum gewachsen. Okay. Was machen wir mit dem Baum? Kann ich ihn fällen? Ach nee, warte mal, wir müssen hinten, er muss größer werden. Der Baum muss größer werden. Jetzt habe ich es verstanden. Aber ich komme so an den Baum nicht ran. Warte mal, wir lassen die Pflanze hier liegen? Geht die dann mit? Nee, die geht nicht mit. Scheiße. Ach so, jetzt habe ich es. Nee. Wir müssen sie in den Eimer legen. In den Brunnen. Achso, ja, Entschuldigung. Weil der Brunnen ist nämlich das einzige Element in dieser Geschichte, das nicht zur Geschichte gehört, weil es halt unten abseits des Dings ist. Des Buches. Jetzt habe ich es verstanden. Ah. Danke für den Ohrwurm. Gib mir meine Pflanze zurück. Du brauchst meine Bäume nicht.
Okay, alles klar. Wir gehen wieder hoch. Das Ei muss an den Vogel. Das Ei kommt auch wieder hier rein. Das muss an den Vogel. Wir sagen Dankeschön für diesen lästigen Ohrwurm. Was wären wir ohne unsere Würmer? Ohne euch, ihr nutzlosen Hirnaussetzer. Ist ein Wurm da drin? Das ist doch gar nicht so. Das ist eigentlich voll eklig. Tschatschalung! Und jetzt? Ah, das ist eine Schildkröte! Aber. Dann hätte ich dem. Hä? Wie komme ich denn jetzt an die Schildkröte ran? Kann ich einfach rüber? Nee, ich... Bing bing bam boom. Bing bing bam boom. Okay, so komme ich da nicht rein. Es sei denn, ich, das Ding da kann ich nicht verschieben. Ventilator. Nee. Aber das heißt... Ja, aber wirklich. Ich habe das langsam wirklich... Das heißt, ich hätte das jetzt gar nicht machen können. Ich komme nicht an die Schildkröte ran. Tschatschalung. Tschatschalung. Der Baum braucht ja Wasser zum Wachsen. Ach. Jordi, danke. Danke für den tollen Hinweis. Danke. Das war genau das, was ich brauchte. Ups, nee, das wollte ich gar nicht. Das war genau der Hinweis, den ich brauchte. Okay. Schildkröte da rein. Die Frage ist nur, was mache ich mit der Schildkröte? Soll ich ihm die Schildkröte geben? Geht das? Was mache ich denn damit? Was bringt... Ach, die wächst ja auch, die Schildkröte. Genau. Die wächst, die Schildkröte. Genau. Ja, genau. Hey, hopp. Alter. Aha, Hanuman, Hanuman. Oh, jetzt wird erstmal geschnackselt. Ja. Liebe Amur. Und die Arme. Die Möwe muss zugucken. Wenn das eine Möwe war. Happy End. Ja. Jetzt wird erstmal gebumst. Sie haben sich wieder. Das sieht schön. Ja, jetzt erstmal Obst und Gemüse. Ne? Ja, klar. Mhm. Also. Oh, schön. Hol der Edel, Schatz. Ich wollte gerade sagen, was passiert denn da jetzt noch alles? Ach, das ist so, was danach noch alles passiert ist. Sie haben noch viele Abenteuer erlebt und die Abenteuer, die wir hier nicht mehr mitkriegen. Und dann lecker. Genau, und da sind sie dann letztendlich beim Frosch und geben tatsächlich
die Krone ab. Oh mein Gott. Das große, grande Finale. Jetzt wird's spannend. Ist es so easy, Baggerjoiner, wie wir denken? Oder gibt's noch mal ein großes Rätsel hier? Okay. So easy ist es wohl doch nicht. Oh, wir müssen den Frosch küssen. Ja, das machst du, Schwesterchen, okay? Ich habe da jetzt echt keinen Bock drauf. Ganzen Warzen zwischen den Zähnen. Nee, ich hab jetzt keinen Bock zu. Lalakabuni. Lalakabuni. Warte mal, ich geh mal ein bisschen weiter. Geht nicht. Okay, alles klar, wir müssen offensichtlich dem Frosch folgen. Wir haben viele Elemente haben wir ja nicht. Also, das heißt, einfach dem Frosch hinterher und hoffen, dass er irgendwann mal seine Krone aufsetzt. Leise nicht. Dein Ernst? Dein Ernst? Dein Ernst? Rip, rip. Okay, ich überlege gerade. Oh, das wollte ich eigentlich gar nicht. Der Frosch kann nur nach oben oder nach rechts oder also immer zwei gehen, aber immer nur in eine Richtung. Entweder hoch oder runter oder rechts oder links. Das heißt, in der Hinsicht. Scheiße. Habe ich jetzt schon Mist gebaut. Genau. Wir müssen ihn in die Ecke locken. Wir müssen ihn irgendwie in die Ecke locken. Ich weiß nur nicht wie. So vielleicht? Nein, so nicht. Shit. Oh, ist das anstrengend. Oh, das liebe ich ja jetzt schon. Ey, oh, das wird wieder so ein ekelhafter Abfuck-Kack. Zock, Freunde. Ich wünsche dir viel Spaß im Urlaub. Danke fürs Vorbeischauen. Rip, rip. Rip, rip. Jetzt geht er da hoch, ne? Ja, ja. Rip, rip. Rip, rip. Rip, rip. Rip, rip. Aber er geht nicht immer so nah an mich ran, tatsächlich. Glaube ich. Der traut sich doch da durch. Ach. Das Geräusch von dem Frosch ist echt super. Nee, ich hab's jetzt schon die Schnauze voll von dem Ding. Ach Gott, ey. Das wird so ein absoluter Scheiß, ey. Rip, rip. Ich hab da jetzt schon keinen Bock mehr drauf. Rip, rip. Rip, rip. Rip, rip. Ach so! Das reicht schon. Das kann, glaube ich, jetzt ein bisschen dauern. Nö, hat wohl geklappt. Prinzess, schönen guten Abend wünsche ich dir auch noch. Ach, das reicht schon? Ich dachte, ich muss den einkesseln. Okay. Ja, gut. GG.
Oh nein. Und wo sind wir jetzt? In der Paralleluniversum? Oder in was verwandeln wir uns jetzt alle? In das, was wir uns am meisten wünschen? Alter, ist das bescheuert. Was ist das für ein Spiel, Alter? Jetzt sind wir so noch richtig... Alter. Das war ja easy, Pacajoina. Aber wirklich. Das hört ja gar nicht mehr auf, das Spiel. Aber ich will halt tatsächlich... Ich will das tatsächlich durchspielen. Weil ich halt einfach mega Spaß gerade dran habe. Okay, alles Mögliche steht hier drauf. Wir haben eine Flasche. Ah. Nee, das will ich nicht. Ich will den Kiefer nicht. Guten Tag. Gieß keinen. Agoni Manel. Agoni Manel. Okay, da komme ich nicht weiter. Kann ich ihn schlagen? Grüttertig. Er ist der Böse. Ich will ihn mal ein bisschen kaputt machen. Aber nur ein bisschen. Ach, das ist wieder der Anfangsbereich. Grüttertig. Mit dem Frosch und dem Ding. Ja. Er sucht seine Krone immer noch. Ah. Oh Gott. Ich glaube, ich brauche eine Uhrzeit. Okay, die Uhrzeit da oben geht immer unterschiedlich. Das bringt mich nicht voran. Die Musik macht mich irgendwie traurig. Ja, das klingt ein bisschen sad, aber wird schon. Ja, furzt mich halt voll. Dankeschön. Puccino Caralin. Okay, dafür brauchen wir eine Münze. Ach so. Oh Gott. Warte mal, ich muss ins Buch gucken, oder? Oder kriege ich das Schwert raus? Kann ich das Schwert schon rausziehen? Nee, kann ich nicht. Ich muss ins Buch gucken, da habe ich auf jeden Fall was gesehen. Durcheinander, ne? Ich habe wirklich das Gefühl, ich hätte gerade gekippt. Oder hat man solche Anwandlungen, wenn man gekippt? Guck mal, die Taube wird von vier Großmüttern hochgezogen. Das finde ich sehr, sehr geil. Eine Münze. Warum ist das der Elfenoper überall, wo die Kinder sind? Das verstört mich ein wenig. Ja, der Opa, der immer die Kinder verfolgt, das ist halt hier irgendwie so ein bisschen gruselig, ne? Das muss ich schon ganz, ganz ehrlich sagen. Das finde ich auch irgendwie ein bisschen grenzwertig. Da ist das Tempo-Zeit-Ding. Achso, warte. Puccino Caralin. Warte kurz. Die Anwandlung besteht nicht. Okay, das ist gut. Gebrockte Heu. Oh ja. Gebrockte Heu. Hat Brot gebracht. Oh, und der Tee hat auch gebracht. Aber Hauptsache hat Brot gebracht. Okay, warte. Das geht nicht. Aber der will bestimmt einen Tee hier. So. Ja, wir brauchen wahrscheinlich wieder 3 Tassen insgesamt. Okay, warte mal. Dann müssen wir jetzt ins Buch gucken. Da steht jetzt drin, was wir für das riesengroße Viech da brauchen. Genau, ja, genau. Hier, siehst du? Also hier ist die 1. Das ist diese komische, ich weiß nicht, das ist ein Gnom? Nee, ein Elf? Elf ist 1. 11. Das Rad ist 3. Und... Ah, die Tasche ist 2. So, Tasche ist 2. Ja, das war die Oma. Die Oma und ihre Tasche. Das Rad. Oh Gott, wem gehört das Rad? Das habe ich jetzt gerade nicht geguckt. Ah, ihm, ne? Genau, genau. Und die 1 ist... Genau, Karte. Ja, eine zweite Tasse.
Stellt euch mal vor, man müsste hier jedes Rätsel, das es bisher gab, erneut machen, nur viel schwerer. Dann wäre das Grim Tales, ne? Lieber Gronkh, ich grüße dich in dieser Situation. Das war so frustrierend für ihn. Am Ende den ganzen Scheiß noch mitmachen zu müssen. Doch mal doppelt alles, doppelt und dreifach machen zu müssen. Das war so legendär, aber auch so schlimm für ihn halt, ne? Okay, da ist nichts mehr. Hier können wir auch nichts machen. Mir fehlt noch eine Tasse. Ich hab nichts mehr im Inventar. Er hat die Gießkanne da, weiß ich. Aber ich krieg die ja nicht von ihm, oder? Dreimal Tassen, genau. Ich brauche hier eine Uhrzeit, aber ich weiß nicht, welche Uhrzeit. Ach. Okay. Es geht doch mal um das Bild. Ja. Die Frage ist nur, wo die Dings hingucken. Oder wie? Wo die Zunge hinguckt? Die das Eis leckt oder wie? Also die Zunge guckt so? Oder wie? Ist echt, denke ich, zu kompliziert? Die Tatze guckt so? Von der Katze? Also auf jeden Fall waren da verschiedene Sachen drauf, die halt eben auf das hinweisen. Das war Hund. Okay, warte mal. Okay, wir versuchen es mal. Also, das war die Katze. Das war der Hund. Das weiß ich nicht mehr. Und das war auf jeden Fall sie. Oder? Okay, warte, wir müssen mal gucken. Gehören die Augen. Ach, die Augen gehören dem auch ihr. Warte mal. So, das heißt. Nein. So. So ist richtig. Hä? Nein? Habe ich die verwechselt? Der Hund hat die blaue. Die Katze hat die rote. Und das Mädchen hat sowohl das... Aber nee, der Junge hat eigentlich das Eis. Nee, aber nee, die Zunge, die hat das Mädchen. Und die Augen hat auch das Mädchen. Hä? Beides das Mädchen? Ach, oder das Eis. Oder wie? Welches Eis wird geleckt? Zunge zum grünen Eis. Ja, okay, genau. Die Zunge zum grünen Eis. Die Zunge zum grünen Eis. Die Zunge zum grünen Eis? Ja, und jetzt? Aber alles andere stimmt doch. Augengrünes Eis? Wieso denn? Ach, weil die Augen auf das grüne Eis gucken, oder was? Hä? Ich dachte mal, es kommt darauf an, zu wem was gehört. Die Augen gucken auf das rote Eis. Die Zunge macht das grüne Eis. Die blaue Hand auf das Mädchen und die rote Hand auf den Jungen. Ach so, oder wie? Ach, jetzt habe ich es verstanden. Okay, ich dachte, zu wem was gehört. So, das auf das Mädchen, den auf den Jungen. So. So, oder was? Hä? Nee, ist aber auch falsch.
Okay, alles klar. Das, die blaue Hand auf das Mädchen. Blaue Hand, Mädchen. Rote Hand, Junge. Gelbe Augen. Rosa Eis. Und Zunge, grünes Eis. So, ich hab's mir jetzt aufgeschrieben, aber ich weiß nicht, ob es richtig ist. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe schon fünfmal irgendwie gehabt, aber. So, blaue Hand. Ach, blaue Hand, Mädchen. Okay, siehst du, da habe ich falsch gemacht. Gelbe Augen, rotes Eis. So schwer war das gar nicht. Wie kann man sich so doof anstellen, Tobi? Es liegt an der Uhrzeit. Das sind wir eben noch schnell durchspielen. Das Problem ist... Das Problem ist, es ist ja nicht mehr so viel. Ich habe das Gefühl, es ist bald vorbei. Ich wollte es halt mal eben durchspielen, weil es auch spannend ist. Ich will es ja durchspielen. Es ist nicht so, dass ich es nur schnell durchspielen will. Ich bin gerade echt mega fesselt. Ich will das spielen. Es macht gerade voll Bock. Aber es ist halt auch so ein bisschen... Irgendwann bist du halt total... Gaga, Wischiwaschi im Kopf. So, okay, alles klar. Jetzt habe ich die Gießkanne. Jetzt kann ich die da dran machen. Ich gieß die sowas von, Alter. Ich mach die voll nass. Jetzt will ich ein Ei. Okay. Und dafür kriege ich jetzt... Kann ich jetzt entkommen? Aber ich bin immer noch hässlich. Kann ich mir bitte hübsch sein? Ich will so aussehen wie Toffee. Oh, eine Krone. So, jetzt brauchen wir nur noch den Frosch. Und geben ihm dann eine Krone. Ach so, wir gehen jetzt wieder hier rein. Ach, und geben dem komischen Neonfrosch hier die Krone. Ist klar. Bitteschön. Ah, hast aber auch verdient. Steht dir echt ungemein gut. Zu den roten Augen passt das voll. Okay, Prost. Kruzifix. Bosayunala. Oh nein, ach, das war unser Opa die ganze Zeit. Der Elf. Bosai. Sie haben alle schön gespielt. Oh, das ist süß. Karolze Kuhn. Na, die Katze. Und der Hund. Aroya lesen. Schleunak. Schleunak. Bendek Simona Palewa. Alu lesen. Nein! Der Humor, ne? Und wenn er nicht gestorben ist, dann robbt er noch heute. Das muss man sich auch angucken. Das ist Family Guy Humor. Ja, es war Alter, ja, natürlich. Oh Gott, ist das geil. Ah. Ja, das war's ja dann wohl. Ja, so. Ah, da kommt wieder tolle Musik. So kurz das Spiel auch gewesen ist, effektiv gesehen habe ich ja, glaube ich, irgendwie nur... Gut, wir haben jetzt noch 5 Stunden gestreamt. Effektive Spielzeit, würde ich sagen, waren es jetzt 6-7 Stunden oder sowas. Kann man sich ruhig mal gönnen. Das war echt gut. Also wirklich,
Und in Teil 2 versucht er endlich die Krone von Ruth zu bekommen. Also ich fand das echt gut. Es hat echt so Spaß gemacht. Die Rätsel waren teilweise echt knackig und ordentlich zum Hirn ausreißen. Es war wirklich gut. Warte mal, ich muss ein kleines bisschen die Musik im Hintergrund leiser machen, damit ihr mich besser versteht. War echt toll, dass du, danke für die Unterhaltung. Gerne, sehr, sehr gerne. Ich habe es gerne mit euch zusammen erlebt. Es war echt ein schönes Spiel. Hab viel, viel Spaß daran gehabt. Und hat sich die, was hat es gekostet? Ich glaube 15 Euro, 20 Euro? Ich glaube 15 Euro. Das ist okay. Für 7 Stunden Spielzeit, die ich jetzt, oder 6 Stunden Spielzeit, die ich hatte. Ja, ich glaube, das sind 6 Stunden effektive Spielzeit. Kann man sich das echt gönnen. Das ist für 20 Euro, okay. Ich glaube, ich habe es im Angebot gekauft für 15 oder 16. Ich glaube, ich habe es im Angebot gekauft. Oh, guck mal, das sind sogar nach echten Kindern nachempfunden. Och, wie süß ist das denn? Och, wie süß. Oh, das fand ich schön. War schön, dem Spiel zuzuschauen. Ja, freut mich extremst. Da, warum ist hier eine tatsächliche Einstufung zu German, Spanish, Italian, Dutch, Russian, was weiß ich, gibt, macht überhaupt keinen Sinn. Deswegen gibt es ja wahrscheinlich auch so viele Sprachen. Es gibt eigentlich überhaupt gar keine Sprachausgabe, keine Texte in dem Spiel. Das war komplett ohne irgendwelche Sachen. Man musste halt einfach nur ein bisschen mitdenken und so. Also ich fand es super. Ich fand echt, es war ein echt tolles Spiel. Und habe ich echt gerne gespielt. Bleibt für mich in Erinnerung. Der Wiederspielwert ist wahrscheinlich gegen null, nur wegen dem Humor, okay. Da muss aber das Spiel schon deutlich lange im Hintergrund gelaufen sein, bis man dann irgendwann mal wieder Bock hat, das Spiel zu spielen und das nochmal wieder zu erleben, weil es ist halt einfach, es lebt halt von den Rätseln und wenn du die halt noch zu ärgern Kopf hast, spielst es halt wahrscheinlich nicht nochmal so schnell wieder, ne. Das Beste war der Humor im Spiel, aber wirklich, der war wirklich richtig, richtig gut. Easy, packe Joiner. Genau, in diesem Falle, Jana, du sagst es, ich bedanke mich dafür, dass ihr dabei gewesen seid. Wir haben jetzt fast 5 Stunden gestreamt, heute nochmal einen richtig schönen langen Stream gehabt. Freut mich, dass ihr alle noch dabei gewesen seid. Danke noch für alle Bits und Subs, die reingekommen sind. Vielen, vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Wir werden uns bestimmt noch die Tage bevor meinem Urlaub sehen. Tatsächlich werde ich am Freitag dann in den Urlaub gehen. Das heißt, wenn Streams kommen, dann entweder am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Also 4 Tage sind rein theoretisch noch möglich, dass ich noch streame, aber wahrscheinlich nicht alle 4. Ich versuche so oft wie möglich in diesen 4 Tagen zu streamen. Wenn es nicht geht, geht es halt leider nicht. Aber schauen wir mal. Am Freitag ist dann halt wirklich soweit und dann bin ich im Urlaub für eine Woche und dann geht halt leider kein Stream mehr. Aber keine Sorge, ich werde euch irgendwie noch was nachreichen bzw. geben für den YouTube-Channel, damit ihr was zum Gucken habt, ne? Gut, in diesem Sinne, gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Ciao.